Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute ganz aktuell aus Rostock. Ein wichtiger Tag hier und eine wichtige Aktion. Es geht nämlich gegen Gewalt gegen Frauen. Eine Aktion, die die Suboptimisten hier organisiert haben. Mir gegenüber die Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger und die Vorsitzende dieses Vereins. Was das für ein Verein ist, werden wir gleich erfahren. Camilla Svanere. Richtig ausgesprochen. Genau. Nochmal zu Ihrem Verein. Hintergrund und natürlich auch Hintergrund dieser Aktion. Also die Suboptimisten gibt es überall in der Welt. Wir sind etwa 70.000 Frauen weltweit in einer der, ja, der größten Netzwerke von berufstätigen Frauen. Und wir setzen uns gezielt für Frauen und Mädchen ein. Nicht nur Frauen in Not, sondern auch um Frauen überhaupt zu unterstützen. Es geht um Menschenrechte, es geht um voranzukommen im Berufsleben, was auch immer. Alles das machen wir. Und jedes Jahr am 25. November fängt The Orange Days an. Und das geht dann wirklich, wie du sagtest, um Gewalt gegen Frauen. Und das machen nicht nur wir hier in Rostock, unser Club, sondern weltweit werden von den Suboptimisten und von anderen Frauenvereinen Aktionen gemacht, um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass das hier auf der Agenda kommt, um zu zeigen, wir stehen hinter den Frauen, die unter Gewalt leiden. Es ist auch ein Thema, Frau Oberbürgermeisterin, hier in Rostock, wo man sagt, irgendwie, okay, Gewalt gegen Frauen, das haben wir noch nicht im Griff. Ja, natürlich. Also erstmal bin ich den Suboptimistinnen sehr dankbar für die tolle Aktion, dass dieser weit sichtbare orangene Stern jetzt hier für 16 Tage, glaube ich, ne, steht. Ja. Und natürlich ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch in Rostock ein großes Thema. Wir haben ja eine sehr starke Zivilgesellschaft, die gut aufgestellt ist, die sich auch kümmert. Trotzdem ist es wichtig, dass wir immer und immer wieder darüber reden. Denn für viele Frauen und Mädchen ist das alltäglicher Schmerz, dass sie in toxischen Beziehungen sind, körperliche, seelische Gewalt erfahren, auch zu sexuelle Gewalt auch erfahren. Deswegen ist es wichtig, dass wir ja auch staatlich finanzierte Strukturen haben, die für diese Frauen und Mädchen da sind. Aber, das will ich auch sagen, genauso wichtig ist trotzdem, dass sich die gesamte Gesellschaft verantwortlich fühlt, auch Männer sich verantwortlich fühlen, über dieses Thema zu sprechen, es nicht zu verharmlosen. Ja. Ich habe es vorhin gerade im Radio gehört, in Spanien, Sie haben vorhin in Ihrer Rede auch Italien erwähnt, überall wird demonstriert, riesige Demonstration. Reicht da ein Tag oder was machen die Suboptimisten noch? Natürlich reicht nicht ein Tag aus. Und das hier ist der Startschuss für 16 Tage. Das reichen aber auch nicht aus. Aber dann machen wir es wirklich im Fokus. Das ist Frauenrechte. Das ist ein Thema für jeden Tag. Wir machen das jetzt nur extra publik und kriegen deshalb auch ein bisschen Presse und so zu uns, was super wichtig ist. Und ich merke, die letzten Jahre, es kommt mehr und mehr. Ich glaube, natürlich bin ich mehr sensibilisiert selbst geworden, aber es wird mehr und mehr aufmerksam gemacht und wird nicht mehr verharmlost. Es ist nicht nur ein paar hysterische Frauen, die nicht abkönnen, dass der Mann nicht ganz nett ist, sondern es ist ein sehr großes und ernstes Thema, das wir alle zu uns nehmen müssen. Und wir machen das jeden Tag, jedes Jahr. Wir haben es vorhin auf der Veranstaltung auch gehört, 1090 Frauen haben sich hier gemeldet natürlich, haben Hilfe gesucht in Rostock. Und es gibt natürlich auch Forderungen. Ein großes Frauenhaus soll gebaut werden, noch mehr Initiative soll unterstützt werden auch. Da steht die Stadt dahinter und das können wir auch durchhalten. Ja, absolut nachvollziehbar. Wir haben uns ja vor vielen Jahren schon darauf verständigt, dass wir dieses neue, große, größere und auch barrierefreie Frauenhaus zusammen bauen wollen. Da sind wir als Stadt natürlich auch dran. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun, da gibt es auch keine Diskussion. Da sind wir uns miteinander einig, also Zivilgesellschaft und Stadt sind ja da beide zusammen in Verantwortung. Wir brauchen diese Kapazitäten auch, denn in den letzten Jahren haben sich immer mehr Frauen und Mädchen und oft kommen sind ja die Kinder mit involviert bei uns gemeldet und gesagt, ich brauche Hilfe, ich werde zu Hause geschlagen, vergewaltigt, eingesperrt, genötigt. Und dass natürlich jetzt sich mehr Frauen melden, zeigt ja auch, dass ein bisschen Mut ins System gekommen ist. Denn die Forschung sagt zumindest, dass an sich der Anstieg von Gewalt gegen Frauen, also ein bisschen steigt Gewalt gegen Frauen immer an. Aber dass wir jetzt zu mehr Zahlen kommen, hängt vor allem daran, dass mehr Frauen auch durch die gesellschaftliche Arbeit, durch solche Tage wie heute, ermutigt werden, sich auch zu melden und sich Hilfe zu suchen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man unter so einer schrecklichen Situation leidet, dass man den Mut aufbringt, sich Unterstützung zu suchen. Ja. Und diese Unterstützungsstruktur, die gibt es hier in Rostock. Wo kann man sich hinwenden?
Oh, wir haben ein Hilfetelefon. Wir haben auch hier am Stern noch Materialien ausliegen. Dann natürlich bei Starkmachen e.V. Wir haben ganz viele verschiedene Frauenvereine in Rostock, die da Ansprechpartnerin sind. Ich würde mich immer bei Starkmachen e.V. melden. Ansonsten, wie gesagt, gibt es auch ein Hilfetelefon, wenn man Gewalt erfährt und da wird einem dann auch sofort geholfen. Ja, das blenden wir ja nochmal ein, liebe Zuschauer, dieses Hilfetelefon. Und letzte Frage an Sie, Frau Swanee, wo kann man sich informieren über Ihre Arbeit nochmal und über die Aktion? Also es gibt uns im Internet selbstverständlich soroptimist.rostock, kann man uns finden. Da sieht man, was wir sonst auch machen, also nicht nur The Orange Days, was wir sonst uns für einsetzen. Und da kann man sich informieren und gerne an uns auch wenden, selbstverständlich. Herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.